Aber das ist jetzt halt echt, ich schwör. Das ist es. Das ist es, so hart das geht. Digga, ich habe gar nichts berührt. Halt einfach dein Maul. Glaubst du? Vielleicht funktioniert das dann mit zwei. Leute, das ist wirklich, das ist das unmöglichste und schwerste Level und Dropper-Ding, was es gibt, Mann. Komm, komm. Digga, ich berühre absolut gar nichts. Halt einfach dein Maul. Digga, ich sehe halt nichts, weil meine Spitzhacke immer im Weg ist. Ist halt echt so, die fuckt mich so hart ab, die scheiß Spitz. Ich springe jetzt mit Bauen runter. Digga, ich wurde so rumgelegt, du ab. Fuck, scheiß Dreckteil, Mann. Jo Leute, die ultra seltenen Fußballer-Skins sind wieder back am Start. Wer uns unterstützen will, kann gerne rechts unten im Item-Shop unterstützen, den Creator Haubner eingeben, annehmen und sich dann was gönnen. Wäre auf jeden Fall nett und würde uns auch mega freuen, wenn ihr diese Verlängerungsherausforderungen macht, um den gratis Battle Pass zu bekommen, dass ihr auch hier dann im Shop unten uns unterstützt und den Creator Tag Haubner eintippt. Danke dafür, Leute, und jetzt geht's weiter. Ja, ja, was da los, ihr Leute, hier ist wieder der Benny und der Haubner von D-Buddies Zocken zu einem neuen Fortnite-Video und heute haben wir wieder etwas Neues, was Besonderes am Start. Wir spielen heute eine Dropper-Map. Das erinnert jetzt fast ein bisschen hart an Minecraft und ich bin gespannt, wie die Dropper-Map hier in Fortnite gebaut ist. Und ja, ich glaube, es gibt 10 Level oder so. Ich bin gespannt, wie hart und schwierig die sind, wie gut wir uns schlagen und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal und ja, das ist auf jeden Fall... Oh Gott, Digga. Ja, das... wird ganz, ganz schwer werden, mal wieder reinzukommen jetzt. Wie funktioniert das in Fortnite mit der Steuerung? Wie muss man sich bewegen und so? Ich könnte mir vorstellen, das wird gar nicht so einfach jetzt werden. So. Oh, ey, wir sind doch damals ein paar Mal gequittet, glaube ich. Bei solchen Maps, die richtig heftig waren. Ey, Digga, wir sind bei Level 1, als ob das jetzt schon so schwer ist. Ich habe gedacht... muss halt direkt umdrehen. Glaubst oder, wie macht man das? Sind wir so scheiße, Leute? Habt ihr schon mal eine Dropper-Map gespielt? Schreibt's mal rein in die Kommentare. Aber, das, also jetzt, wir machen jetzt wirklich eigentlich das erste Mal eine Dropper-Map und das sieht jetzt echt heftig schwer aus. Mal gucken. Denkst du, es geht mit Umdrehen? Nee. Doch, ich mit hab's. Umdrehen geht's vielleicht. Ich hab's. Hast du mit Umdrehen gemacht oder ohne? Nee, ohne Umdrehen. Du musst so der Längs nach. Komm, jetzt, jetzt ist es so gut. Das war so gut, Mann. Du startest zum Beispiel hier und rennst jetzt nur geradeaus und kurz mal nach rechts, damit du ins Loch kommst, so. Okay, bist du sicher? Dass du genug Speed hast, ja genau. Jetzt habe ich gefailt. Oh ja, das hieß es halt echt. Ja, direkt durchgekommen. Okay. Ja, da muss man erstmal auf die Technik drauf kommen, aber dann ist es echt einfach. Bro-Tipps, okay. Mann, Bro-Tipps. Ja, Mann. So, wo geht's hier hin? Jetzt schaff's ich nicht mehr, Mann. Belastend, okay, man muss da glaube ich den Trick mit dem Bounce-Pad hier machen, ansonsten kommt man gar nicht hoch. Also der hat die Map hier tricky gemacht. Aber man sieht, Leute, das ist ja nicht einfach. Komm. Ja, so ist es auf jeden Fall. Und hier hat er das jetzt überall... Ich fahr da wieder runter, Mann. Wie behindert kann man sein? Okay, da ist der nächste Checkpoint. Level 2 auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das wird. Oh Gott, okay, das ist halt schon wieder was ganz anderes. Da ist irgendwo das... Loch zu finden. Okay, man muss auch das mit der Hitbox ein bisschen beachten. Die ist ganz, ganz anders wie in Minecraft beispielsweise. Aber ich denke positiv, wir können das packen. Hi, bin auch wieder hier. Ah, ich glaube, ich habe ein gutes Loch gefunden hier. Guck, Mann. Hier. Ganz am Rand oder was? Nee. Ja, du versuchst das auch, was ich probieren wollte. Ja. Aber es ist da durchkommen. Ja, ich komme durch. Ich bin durch. Nice. Okay, zweites Level auch gepackt. Und jetzt geht's wieder nach oben. Alles hier auch in so einem Rainbow-Design feier ich auf jeden Fall hart. Oh Gott. Ist das sein Ernst? Oh Gott, mit den Spiegelungen, hast du die angestellt? Achso, nee, hier im Dropper ist es eh nicht mehr. Das sieht ganz, ganz schwer aus. Da jetzt einen Weg runter zu finden. Tipp Nummer uno. Es ist nur in der Mitte so ein Bounce-Feld. Ja, moin. Ja, ich bin auch ganz rund gekommen. Okay, also ganz am Rand kann man sich nicht durchsneaken. Mhm. Das habe ich gerade probiert. Ich da irgendwie durcharbeiten, aber wo? Ich hab's! Ja! Was? Nice. Nur durchgelackt wahrscheinlich, Mann. Ey. Ich bin von der linken Seite runter. Da also, braucht man, glaube ich, echt Glück. Wenn du reingehst, ein bisschen nach links und da dann runter. Die Frage ist, wo? Wo durch? Obwohl das hier. Oh, fast! Ah, das könnte passen, so Leute. Ich glaube, ich könnte durchkommen. Also, ich probiere es nochmal. Ja, let's go. Boah, ich war gerade so angespannt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da durchkomme. Ich habe mich schon sterben gesehen. Aber ja, drittes Level auch gemeistert, Leute. Wir kommen direkt zum vierten. Ja, let's go. So, Leute, wir sind wieder oben angekommen.
Das Level ist hier, hast du schon probiert? Ja, viel Glück. Okay, wie sieht das aus? Oh nee, das sind alles so Dreiecke. Ich bin jetzt auf jeden Fall down. Hast du so ein Jump-Pad gesehen oder ein Bounce-Pad? Ja, da ganz unten. Okay. Ah, wie kommt man zu den Löchern? Das sieht echt schön aus. Ey, wenn das wirklich 10 so schwere Dinger sind hier, dann Prost, Mahlzeit, ich komme nicht mehr dahin. Hier, ja, ich hab's direkt, man war ja easy going. Leute. Hä, what? Zusehen und lernen. Ich weiß nicht wie, aber das war direkt, das war der zweite Versuch, glaube ich. Digga, also, was ist los? Können ist das. Ja, genau. Okay. Dann auf geht's hoch zu Level 5, Leute. Bin gespannt, wie schwer das hier wird. Oh Gott, das ist ein Eispart. Und ich hoffe, du packst das auch direkt. Oh, das war's komplett mit dem Part. Okay. Ja, wo könnte man packen? Ich bin jetzt auch schon weit nach unten gekommen. Aber ich muss sagen, macht extrem Bock, so eine Map. Oh ja, oh, ich weiß auf jeden Fall den Weg. Okay, dann schaffst du es jetzt. Ich glaube, ich habe hier auch schon einen guten Weg. Oder auch nicht, Mann. Ich war so vorbei und bin am Eis hängen geblieben. Lächerlich. Ey, Mann. Hey, muss ich jetzt hier ganz selber hochspringen? Nee, hier ist eine Münze versteckt. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Oh, ja, ich habe es, glaube ich. Yes, Mann. Eispad auch geschafft. Okay, also ich kann dir einen Tipp geben, gleich wenn du rauskommst, ein bisschen links laufen und dann mitten durch. Das ist es. Okay. Also, ja. Ist zwar nicht so einfach da durchzukommen, aber wenn, dann ist das der perfekte Weg. So Leute, und da ist schon Level 6 am Start, was haben wir? Oh nee, das wird ein ganz schwieriges. Ja, moin, das war's komplett. Okay, aber die Level sind eigentlich alle so aufgebaut, wie das auch in Minecraft der Fall war, deshalb kenne ich mich da jetzt ein bisschen aus und weiß ungefähr, wie es funktioniert, aber okay. Ist extrem schwer. Hast du es auch? Nee, aber ich glaube, ich habe einen Plan. Digga. Wie? Mitte, was? Mitten durch einfach. Ich sag's dir, das ist der perfekte Weg. Oh. Hey. Oh Gott, komm, ich glaube, ich hab's. Und da ist bestimmt noch eine versteckte Münze, oder? Ich guck mal kurz. Ja, da ist die Münze, Leute. Sogar eine Nebenmission quasi erledigt bei dem Level. Sehr nice. Oh, da gab's einen viel einfacheren Weg bei dem. Okay. Bei dem Schneeteil. Der war richtig simpel, aber er war so richtig. Nein! Ich bin aus dem Dropper raus. Was wie das? Geflogen am Schluss dann. Hey, moin. Wenn ich hier einen Shortcut mache, kann man hier wieder rein. Nee, ich hoffe, du kommst wieder rein, Mann. Nee, ja, ich muss respawnen und meinen Part wieder machen. Oh, nee. Ich bin bei. Aber du hast gesagt, der ist so easy, also. Ja, warte. Muss jetzt direkt First Try passieren. Aha. So, ich bin auf jeden Fall in der Zwischenzeit bei Level 7 angelangt, Leute. Scheiße. Ey, Digga, ich sehe hier auch gar kein Jump-Pad. Wo muss ich denn hinfliegen? Oder Bounce-Pad, wie auch immer. Einen Part nochmal zu machen, das ist ja richtig abfuck. Easy, Leute. Habt ihr das gesehen? Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich meine, habe ich gesagt, das war jetzt vielleicht ein bisschen buggy gerade, weil eigentlich habe ich die irgendwas berührt, aber cool, das habe ich. Okay, hier haben wir noch einen Jump and Run, Leute. Ich versuche das und hole die nächste Münze. Oh Gott, das sieht aber schwer aus. Als ob der Sprung. Safe brutal? Nee, nicht brutal, okay, Ehre. So, wir holen uns die nächste Münze ab. Oh nee, das war doch ein brutaler Jump. Ja, moin. Bist du jetzt auch schon bei meinem Part oder immer noch bei dem Eisding? Ich bin gerade bei dem farblichen, keine Ahnung, ob farblich. Du da bist. Ah, stimmt, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ich habe auf jeden Fall hier die Münze gesneakt im 7. Part und darf jetzt mal richtig achten. Da muss man doch auf die andere Seite rüber, oder? Ja, ich bin rübergelaufen, genau. Oh, ist ja trotzdem so eng, ey. Ja, Mann, absolut. So, Leute, Hauptart hat jetzt aufgeholt, er ist auch hier am Start. Wir gucken uns jetzt gemeinsam am Level 8 an. Ich glaube, jetzt kommen die Ultra-Hardcore-Parts und jetzt wird es ganz, ganz schwer werden. Ich habe hier gesehen, hier oben in der Mitte ist auf jeden Fall, ihr seht, eine Münze. Was macht die hier? Und ich habe noch keine Ahnung, wo hier irgendwie eine Sprungfläche oder so sein soll. Also keine Ahnung, wo wir hier hinjumpen müssen. Aber ich glaube, das war es jetzt ganz komplett. Hä? Das ist eine Rakete. Man muss. Oh mein Gott, ich hätte es sogar fast gepackt direkt. Unter die Rakete, oder unter was? Unter die Rakete direkt, okay. Ich glaube, doch wir. Gar nicht so schwer. Mal gucken. Ich glaube, wir packen das direkt. Ich versuche es hier auf der Seite. Hier? Nein. Ach. Das ist so behindert, weil die scheiß Hitbox ist so komisch. Man bleibt teilweise hängen, obwohl man sich sicher ist, man bleibt nicht hängen. Ja. Anzeige ist so raus, Leute. Okay. So. Nochmal. Aber das ist es so. Mann! Was? Lächerlich. Wo komm jetzt? Ja. Mann! Vielleicht kommst du drauf. Ich hab's. Nice. War easy.
Easy. Ja, ich sag doch, das war easy, Mann, oder ist easy? Komm, ja, Leute, wir haben den Raketenpart auch geschafft. Okay. Oh. Musst du lang laufen. Lang zum nächsten, oder wie? Ja, ja. Dann wieder so weiter. Easy. Ja, beim nächsten musst du das richtige Loch erraten. Aber was, ernsthaft? Ja. Okay, also ein bisschen Zufallsdings. So, wir sind ja, wirst du gleich sehen. Level 9. Was meint er mit richtigem Loch? Ja, moin. Ja, moin. Digga, ich komm nicht mal durchs erste manchmal durch. Und dann, da gehen ja 3, 4 so Stufen nach unten. Ja. Okay, das wird auf jeden Fall eine Glückspartie, Leute. Hey, ist bei dir hier auch offen? Oh Gott, ja. Oh. Ja, vielleicht müssen wir hier runter. Ja, genau. Map Park, Leute, Anzeige ist raus. Ich hasse es, raten zu müssen, welches das richtige Loch ist. Oh. Okay, aber ist machbar. Ich glaube, ich habe hier einen guten Weg gefunden. Mal gucken. Okay. Aber wir haben ja noch keine Ahnung, wo die scheiß Bounce-Flächen sind. So, guck mal, hier. Ja. Und dann einfach gerade nach unten. Schwierigste ist halt, durch die Löcher durchzukommen, weil es ist halt nur ein so ein dummer Block, Mann. Ey, Digga, ich war so mittendurch. Nee. Digga, was mache ich falsch? Digga, ich komme nicht mal durch die scheiß Löcher durch. Das ist so ein scheiß Abfuck. Oh, oh. Digga, unmöglich. Nein, hey, das kannst du vergessen. Unten ist ein Jump-Pad. In der Mitte. In der Mitte? In der Mitte. Wir müssen weit also reinjumpen. Das kannst du komplett knicken. Die Map ist unmöglich. Wollen wir mal kurz was probieren? Ja, was? Komm mal her. Hier in die Ecke. Ne, nicht in die Ecke. Warum sind die über andere Ecke? Wo wir keinen Fallschaden bekommen. Ja, also. Du lauf mal rum. Nein, nicht jetzt erst. Easy. Oh. Okay. Nicht schlecht. Der Trick ist nice. Ist ja auch... Das war eigentlich nicht der Trick, aber egal. Was hast du sonst gemeint? Ich wollte auf deinen Kopf springen dann. Ach so. Aber geil. Easy outplayed. Ja, ich hab das schon öfter... Nein, jetzt... Das war's komplett. Ich hab das schon öfter mal irgendwo gesehen. Aber das ist ein guter Trick. Wir versuchen uns jetzt irgendwie so runter zu mogeln, Leute. Aber der Part ist so random einfach. Hey, wo muss man danach hin? Ist hier. Abgebremst? Geht das? Geht das nur in den Ecken oder an der Wand auch? Ich weiß es nicht. Wie bist du denn hier eins runtergekommen, Mann? Da ist immer zwei Abstand, da kommt man ja nicht mehr zur Wand hin, oder? Nein, ich glaube nicht. So, von hier schaffen wir es aber. Hier habe ich ein gutes. Da, ich glaube, ich versuch's hier. Aber es ist schwer, ich versuch's. Es wird so schwer. Das ist so unmöglich! Wie soll man das von oben runterpacken? Oh! Ich war fast ganz unten. Das war das gute Loch. Was ist jetzt das gute Loch? Da, wo du rein bist. Warum bin ich jetzt gestorben, Mann? Digga, warum? Oder auch nicht. Das hier ist es. Doch, das war's. Das war's wirklich. Komm. Digga. Leute, checkt ihr, was ich meine? Also, man ist perfekt im Loch und auch irgendwie nicht. Bist du sicher, dass es das ist? Ja. Ich glaube, es ist eigentlich egal, die sehen alle relativ ähnlich aus. Ja. Ich versuch's. Nein, guck mal, du Sch... Digga, das macht mich noch richtig wütend. Ich hab's. Ich hab's auch gleich, chill mal. Weißt du, was das seltsame ist? Nee. Es geht nur bei deinem Part, das mit der Wand runtergehen. Echt? Bei mir geht's nicht mehr, ja? Ja, moin. Wenn du es direkt wieder versucht hast, du 31er. Komm, ey, Digga, es ist so schwer, Leute, ganz ehrlich. Krieg gar keinen Bock mehr auf die Map. Ja, wirst du dann beim nächsten Part sehen, warum ich komme ich gar nicht hin, Mann. Komm, lass mich auf Jump! Okay, ich bin. Okay, I take this. Leute, I take this. Ich bist bin du auch seitlich auf dem Jump-Pad? Ja, das hat funktioniert. Ich auch! Ja, lol, was ein Bug, Mann. Wusste ich nicht, Leute, aber wir wissen wieder jetzt einen neuen Trick, wie man Fallschaden überleben kann. Easy, Mann. Und das mit einem scheiß HP. Okay, nächstes Level. Das ist das letzte anscheinend. Und Taubner meint, das ist unsichtbar. Ein bisschen Licht sehe ich. Guck, direkt. Passt. Aber ich bin weit gekommen fürs erste Mal. Digga, ich sehe da so gut wie gar nichts darunter. Ja, ich habe auch echt wenig gesehen. Das war eher gut Glück. Aber das geht echt nicht hier. Warte, ich versuche es nochmal, Leute. Doch, klar geht. Nein, es geht vielleicht nicht. Aber man ist langsamer. Könnte funktionieren. Ich probiere es nochmal. Oder auch nicht! Ich glaube eher nicht. Das sind halt wieder.
Jetzt weiß ich, warum ich die ganze Zeit sterbe. Das sind halt alles wieder so 1x1 Blöcke, Mann. Ja. 2000 Jahre später. Noch dazu, ich war mein Gott, ich sehe das Ende. Anfang ich wünsche dir viel Spaß. Warum? Willst du wissen, was du treffen musst? Ja, sag. Den Reifen. Nee, wo? Ganz unten. Ist der in der Mitte oder wo ist der? Ich weiß es nicht. Bin mir da nicht so sicher. Oh, ich bin so weit. Der Reifen ist ja, wie soll man denn da auf den Reifen kommen? Der ist ja wirklich in der Mitte, Mann. Da kommt man nie, ich war ganz unten. Der Reifen ist 2 Meter weg von mir. Aber das ist ja dann echt, ich schwör. Das ist es, so hart das geht. Digga, ich hab gar nichts berührt. Halt einfach dein Maul. Glaubst du? Vielleicht funktioniert das dann mit 2. Leute, das ist wirklich, das ist das unmöglichste und schwerste Level und Dropper-Ding, was es gibt, Mann. Man berührt gar nichts und stirbt einfach. Ja. Bestes Beispiel gerade. Komm. Digga, ich berühre absolut gar nichts. Halt einfach dein Maul. Digga, ich sehe halt nichts, weil meine Spitzhacke immer im Weg ist. Ist halt echt so. Die fuckt mich so hart ab, die scheiß Spitz. Ich springe jetzt mit Bauen runter. Digga, ich wurde so rumgelegt, du ab. Fuck, scheiß Dreckteil, Mann. Komm, Reifen. Ja! Legendär, ich hab's, Leute. Oh mein Gott, kommt jetzt noch was? Bitte, war's das einfach. Ich warte jetzt ausnahmsweise nicht, ich habe keinen Bock mehr. Das Level war so der Abfuck einfach. Okay, so wir gucken mal. Ich muss auf jeden Fall jetzt irgendwo nach oben fliegen oder so, wie es aussieht. Checkpoint habe ich ja. Hey, hast du es mit deinem Weg geschafft? Ja, ich habe es mit meinem Weg geschafft, Mann. Der hat geklappt. Und dann bin ich einfach irgendwie in die Mitte gekommen. Also ganz gerade runter und dann von der vorletzten Ebene oder so. Ah, nice, Mann. Und ich glaube, da oben ist das Ziel. Ich hoffe es mal. Ich hoffe es auch. Andere wäre jetzt so belastend. Aber ich glaube, ich sehe hier keinen Dropper mehr, Leute. So, komm. Hoch auf die Insel. Da liegt noch mal ein Coin. Das war das Ziel, Leute. Let's go. Holy shit, Leute. Das war mehr als nur mega schwer. Wir haben hier noch ein paar Grappler-Luftballons drinnen. Und was ist in den Kisten? Ja, alles das gleiche. Ja, Leute. Bring mir Luftballons rüber. Ich will auch ins Ziel. Ja, warte. Nehmen wir hier noch mehr Luftballons mit. So, ich komm rüber. Wir können uns das Ganze noch mal angucken. Warte, ich hoffe, ich komme da rüber. Ja, mit Grappler auf jeden Fall. Komm. So. Let's go. Okay, perfekt, du hast sie. Aber ich muss sagen, war echt cool gemacht, Leute. Da kann man sich nicht beschweren. Nett. Oh, ich komme da gar nicht raus. Man kommt gar nicht raus. Warte, komme ich raus mit Grappler? Ja. Man sieht auf jeden Fall hier gut, wie das Ganze ausgesehen hat. Nice gebaut auf jeden Fall. Und ja, wir hoffen, Leute, euch hat's gefallen. Wenn ihr öfter sowas sehen wollt, lasst gerne ein Like da. Und ja. Warte! Ich komme mit Ballons runter. Oh ja, dann kannst du das Level auch schaffen. Ach was, ich hab's legit gemacht. Ja Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.